Okay. Ganz gut. Wenn alles gut geht, der eine Typ nicht kommt, der neue Kühlschrank. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jo. Controller. Jetzt. Jo, ich werde gleich starten. Für 30 € sage ich nicht nein. Meiner gammelt vor sich hin, weil der so alt ist. Kenne ich. Kenne ich. Gut, unser ist noch recht neu. Aber der damalige war halt schon alt. Wirklich alt. So. Mal einmal fortfahren. Sequenz sollte eigentlich nicht kommen. Es sei denn, es wird die nochmal wiederholt von Dienstag. Die wird wiederholt von Dienstag. Kann ich so. Nee. Ich kann sie leider nicht überspringen. Wir müssen uns das nochmal angucken. Was wir am Dienstag gesehen haben. Ethan! Komm schon, geh ran, geh ran. Alex! Hier lang. Ich war ewig nicht mehr hier. Sollte ich jetzt, weiß nicht, total ausflippen? Hey, meiner Erfahrung nach sollte man es immer vermeiden, auszuflippen. Hat's geklappt? Ich habe das Sicherheitsteam vor Ort kontaktiert. Sie verzögern die Sprengung, bis wir ihn gefunden haben. Ach, wenigstens haben wir so keinen Zeitdruck. Hey. Alles okay? Charlotte dreht gerade bestimmt durch. Hey, sie ist tough. War sie schon immer. Na komm, lass uns suchen. Dieser Bengel. Kannst du dir vorstellen, was wir uns von Papa eingefangen hätten, wenn wir an seiner Stelle wären? Ich hätte was sagen sollen. Viel früher. Tut mir leid. Als er sagte, er will zur alten Mine, da dachte ich... Alex, es ist okay. Woher solltest du es wissen? Ist nicht deine Schuld. Ja. Aber dennoch. Ich werde mich umsehen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas findet, okay? Klar. Ich schau mich um. Ich frag mich, wie Ethan in die Mine kommen wollte. Jo. Hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Für alle, die beim letzten Mal noch nicht da waren. Es sei denn, ihr wollt hier gespoilert werden, aber. Ne? Wir sind halt hier in der Stadt angekommen. Ich erzähle nicht großartig viel, sondern. Ne? Und. Ja. Der gute Bengel meinte, sich umsehen zu müssen. Und ich meine, es ist nicht der leibliche Sohn. Die Sohn? Also auf jeden Fall ist der Sohn von seiner Freundin da. Und ja. Wir schauen uns auch jetzt hier einfach mal um, würde ich sagen. Ach, wirklich? Betreten verboten. Dieses Gelände ist Privatgrundstück, der Teil von Minengesellschaft. Nur autorisierte Teil von Personal ist zugelassen. Stoße werden strafrechtlich verfolgt. Warum hängt das auf der Seite und nicht auf der anderen? Cool. Eine Mission.
Mörderscheune. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich da reinkrabbeln muss. Vielleicht braucht Julie McNamara deine Anerkennung gar nicht. Kann man auf jeden Fall wunderbar hinter durchkrabbeln. Erst finden wir Ethan, aber danach mache ich damit Glamour, auf jeden Fall eine Na Wind. Alles fit? Die Musik ist cool. Abbauhammer. So aus der Nähe betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Das war selbst. Bei mir auch. Ich spiele jetzt erstmal gemütlich Life is Strange True Colors. Später machen wir dann Just Chatting und F14. Ne? Mal gucken. Ich muss herausfinden, wo Ethan hin ist. Und ja. Ne? Weiß gar nicht, hat jemand von euch schon True Colors gespielt? Bei mir ist es jetzt tatsächlich der erste Run. Ich kenne tatsächlich noch gar nichts davon. Hey, Bro. Lass uns bei der alten Mine die Kante geben. Ich finde diese... Das etwas... Sehr weird. Oder eher das Setting und im Hintergrund auf 14 laufen lassen. Ja, das passt besser. Das passt besser. Wer wird das ja nachher wieder nicht? Schuka hat das noch nicht angespielt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen bisher. Bisher kann ich es empfehlen. Aber das dachte ich damals bei Life is Strange 2 auch. Die wollten heute Abend eine Sprengung durchführen. Ab der zweiten Episode wurde es ja... Also, das hatten wir beim letzten Mal schon gelesen. Das Ding in der Stadt schon. Wollen wir ihn nochmal lesen? Nein. Und nochmals nein. Sind Sie bereit für die Arbeit? Tragen Sie einen Schutzhelm, Arbeitsstiefel mit Stahlkappen, robuste Handschuhe, reflektierende Kleidung, eine positive Einstellung? Nein. Werde ich mir safe reinziehen. Habe die zwei anderen auch schon gespielt und ich lieb's. Ja. Es ist so Liebe. Wie gesagt, Teil 2 war jetzt nicht ganz so meins. Die erste und die letzte Episode mochte ich. Alles, was dazwischen war... Weiß nicht. Lag aber auch daran, dass ich beim zweiten den kleinen Bruder nicht mochte. Damit zu fahren macht bestimmt weniger Spaß, als man denkt. Die das bei mir gesehen haben, die wissen, dass ich da kleine Aggressionsprobleme hatte bei dem Kerl. Alex, warum? Warum hast du nicht? Es bringt nichts, irgendwem die Schuld zu geben. Wir müssen ihn einfach finden. Schnell. Er hat recht. Alles, was zählt, ist Ethan zu finden. Das erste Spiel ist aber auch Bombe. Dass sie den Teil toppen können. Nein. Ich glaube nicht. Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan, also das Spiel ist tatsächlich nicht gar nicht schlecht bisher. Ich bin froh, dass er hier ist. Mega schön auf jeden Fall. Wow. Aber mal gucken. Sobald Ethan in Sicherheit ist, stoße ich auch mit an. Wir trinken auf das Wohl von Jet Lucan, der uns hier am 30. Dezember 2008 aus der Hölle gezogen hat. Was sehr vertrauenserweckend. Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter wären fast gestorben. Jet führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und Vorarbeiter Jet wurde zum örtlichen Helden Jet. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jet konnte die Black Lantern kaufen. Schwierige Frage, Flumma. Sehr, sehr schwierige Frage. Dasselbe Symbol. Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Was für eine Fähigkeit. Ich glaube, bei mir wäre es ganz, ganz einfach.
essen, ohne zuzunehmen. Oder Zeit anhalten. Zeit anhalten wäre auch cool. Eins von beiden. Das eine ist aber ja weniger eine Fähigkeit, aber egal. Wäre trotzdem cool. Alles essen, ohne dass du dir Gedanken machen musst, dass du zunimmst. Und aussiehst wie so ein Blasbalg. Aber Zeit anhalten wäre auch geil. Und du? Oder die anderen? Was wäre es bei euch? Ja. Gerade mal wieder raus haben. Okay. Der Tunnel zur Monsterfestung von Dämonenheim eingestürzt. Okay. Okay, wenn diese Wand eine Illusion ist? Die Show scheint hier zu enden, außer wohl. Aha, hier muss er durchgekrochen sein. Keine Spur. Vielleicht sollten wir... Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Da, das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja, gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Ich glaube, ich würde auf den Sterbefeld. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. In negative Weise. Komm, wir schauen mal. Okay. Ich glaube, Unsterblichkeit wäre schwierig, ne? Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. Wäre halt in dem Sinne mies, wenn du nicht sterben kannst, aber alle sterben siehst, die du gern hast. Ich glaube, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Wo ist Cooles? Wo ist wirklich Cooles? Und Sterblichkeit ist nämlich so, dass du jeden Stern siehst. Also wenn man es ab kann, aber ich glaube, ich könnte es tatsächlich nicht. Ich meine, wenn ich jetzt bedenke, wie schwer es war, nachdem mein Großvater gestorben ist, das müsstest du ewig durchziehen. Ich glaube, dann würde ich einfach nur noch in Isolation leben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool. Aber es ist halt auch echt mies. Aber die andere Fähigkeit wäre cool. Die wäre echt cool. Dann muss ich einmal ganz kurz die 2 Sprachnachrichten anhören. Von meinem Schatz. Okay. Gott, wieder da? Der Comic ist der Schlüssel. Entschuldigung. War nur tatsächlich was ganz, ganz Wichtiges. Wegen Samstag haben wir einen Termin. Und ja, da muss ich mir gerade einfach ganz kurz die Sprachnotizen anhören. Ich mache hier eine nicht im Stream sowas, aber da war es tatsächlich mal wichtig. Und hallo Niklas. Wie geht's? Gibt immer Plus und Minus. Ja. Ja.
Ja, was sehr interessant ist, die Fähigkeit zu haben, sich von egal wo zu teleportieren. Das wäre auch geil. Das wäre auch geil. Das stimmt. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Ist in Ethans Comic, oder? Das wäre richtig cool. Hast du noch nicht mal mehr Reisekosten? Passt dir. Das klingt aber nicht so, Niklas. Mir geht's soweit super. Ich denke, ich suche eher nach etwas wie dem großen Gebäude da. Ich hab dich. Ganz ruhig. Alles wird gut. Oh Gott. Scheiße. Wir leben noch. Waren das alle? Ich muss durchzählen. Ach, die Erinnerung von Jet. Okay. Jetzt hier die Chinesen auf extreme Art. War auch geil. Ich glaube, Thanos ist woanders lang gegangen. Nee. Alex, warum? Warum hast du nicht? Es bringt nichts, irgendwem die Schuld zu geben. Wir müssen ihn einfach... dass so einer nicht im Comic ist. Der hätte sich einfach einen Weg durch den Eingang bahnen können. Da vielleicht? Warte, also... Ist Ethan... Oh, Mann. Also, da tatsächlich dahinter. Wie ich es vorhin eben auch gesagt habe. Vorhin eben. Mhm. Und da dann durchkrabbeln. Denkst du, hier ist eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Das hast du im Comic gefunden? Ja, und vorher schon. Ich war vorher schon auf Erkundungstour. Ich versuche das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Nett hier. Gemütlich. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen. Aber wie ist er wieder rausgekommen? Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. Nett. Also ich könnte mir zig Orte vorstellen, wo ich lieber wäre als hier. Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Mhm. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Ja, aber ich gucke mir erst noch die anderen Sachen an. Das kam im Comic nicht vor. Okay. Der erste Lunchbox. Hoffentlich sind da Twinkies drin. Die schimmeln wenigstens nicht. Das haben die Amerikaner immer mit ihren Twinkies. Ständig in irgendwelchen Filmen. Twinkies hier, Twinkies da. Oh nee. Das ist hoffentlich kein schlechtes Zombieland. Ja, genau. Passt dir da zu dem Vogel. Ich habe das Gefühl, hier schläft irgendjemand. Thanor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. Overalls. So viel Zeug. Einfach zurückgelassen. Das Ding hat seine besten Tage hinter sich. Ich glaube ja nicht, dass das klappt. Okay. Ja, dann gehen wir da mal hin. Ich würde auch gerne mal einen probieren, um zu wissen, warum die so präsent sind. Ich auch.
Tatsächlich ich auch. Weil ich habe das jetzt so oft, egal ob in Serien oder in Zombieland oder so, überall Twinkies. Immer Twinkies. Wenn du irgendwo eine Süßigkeitenverpackung siehst, ist es ein Twinkie. Die müssen wohl verdammt gut sein. Ich möchte auch wissen, mit was man das im deutschen Raum vergleichen kann. Ich habe mich noch nie damit befasst, was Twinkie ist. Außer so eine Süßigkeit halt. Oh Gott. Für Vorsicht ist es jetzt ein bisschen zu spät. Boah, ich hätte halt so viel Schiss, hier lang zu gehen, ne? Ist nicht im Comic. Das ist schon mal gut. Sag mir nicht, der ist jetzt durchs Fenster abgehauen. Das Silo. Wir kommen der Sache näher. Oh je. Yeah. Oh nein. Das Förderband. Deine Tage des Fliegens sind gezählt, Wolkenschlange. Aber vielleicht bist du mir noch nutzen. Oh Gott. Es ist das Ding. Ich hab Höhenangst. Bist du von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Ganz ehrlich, wer springt so weit? Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Scheiße. Das nenne ich mal ein akrobatisches Kind. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Der Laden war also schon eine Todesfalle, als er noch in Betrieb war. Cool. Cool, cool, cool. Nicht auf dem Förderband stehen. Auf einem sich bewegenden Förderband zu stehen und oder davon transportiert zu werden, kann zu Verletzungen oder Tod führen. Die Zahl von Minengesellschaft haftet nicht für medizinische Kosten, die dadurch entstehen, dass Angestellte die Förderbänder inkorrekt benutzen. Das kam im Comic nicht vor. Ja, ich will auch nur wissen, wie ich da hochkomme. Zum Laufen kriegt man hier wahrscheinlich nichts mehr. So. Kann ich einmal gucken. Ist hier irgendwas? Ne. Telefon. Ben, alles okay? Tut mir leid, dass ich dich auf der Arbeit störe. Ich war gerade beim Arzt. Ich konnte nicht warten, bis du nach Hause kommst. Liebling? Ich bin schwanger, Jet. Okay. Schwanger. Muss aber lange her gewesen sein. So alt wie er jetzt mittlerweile ist. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Lass die Gedanken anderer gern hören. Ich muss gestehen, manchmal ja. Aber ich glaube, es würde mich sehr, sehr kaputt machen, weil ich ein Gefühlsmensch bin. Ich glaube, wenn ich immer wissen würde, was andere über mich oder über andere denken, die mir nahestehen. Ich glaube, das würde manchmal verdammt wehtun. Ich meine, jetzt gibt es bestimmt was schön zu hören wäre, aber ist halt nicht immer alles schön. Als kurz oder aus kurzzeitigem Interesse, ja. Dauerhaft, um Gottes Willen, nein.
Also. Danke für gar nichts, riesiger gelber Knopf. Nee. Dauerhaft muss das nun wirklich nicht sein. Warum stehe ich da rum? Weiß ich nicht. Du versuchst, den Stromkasten zum Laufen zu kriegen. Das Ding hat seine besten Tage hinter sich. Weißt du nicht, wie wir da hochkommen? Hatte ich ja eben schon. Ich frag mich, wie man die wohl öffnet. Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Strom. Das Schlimmste ist, die läuft doch nicht schneller, ne? Die tote Krähe gucke ich mir nicht nochmal an. Das war der Schutt. Bin ich irgendwo noch eine Emotion? Irgendwas? Ich habe mir das in zwei Möglichkeiten gesehen. Weg geben, die Hintertür zu öffnen. Wie man da rüberklettern könnte. Aber sie will einfach nicht. Sie tut es nicht. Okay. Tatsächlich auch mal eine tote Krähe gesehen, mitten in der Nacht. Das Silo. Wir tote... Bekommen der Sachen? Ja, habe ich schon mal eine tote Krähe gesehen? Ich glaube nicht. Tote Tauben! Kettenzug. Achtung. Tote Tauben sehe ich ganz viel. Oh, neulich eine tote Meise. Ich beerdige ja tatsächlich alles, was unten... Ja, man muss oder sie tot irgendwo öffnen. In der Ecke liegt. Krass, oder? Außer Spinnen. Spinnen beerdige ich nicht. Oh, da habe ich neulich was ganz Ekelhaftes gesehen. So eine richtige Ameisenhorde, die so eine tote Spinne erstmal wegtransportieren. Hihi, das war so ekelhaft. Und vor allem, ich habe panische Angst vor Spinnen und ich gucke mir dann aber genau an, wie diese Ameisen diese Spinne wegtransportieren. Und dann fällt da irgendwann so zwischen ne, so zwei Steinen fällt dann so ein Beinchen ab und ich denke mir so, okay, das ist dann doch too much. Weißt du, so eine fette Waldameisenarmee und dann so eine Spinne. War das ekelhaft. Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Wohin als nächstes, Alex? Der Kerl hilft nicht mal. Ich glaube, wenn Ameisen vernichten wollen, dann würden sie es schaffen. Ich glaube auch. Was Ameisen teilweise so alles schaffen, ist bewundernswert. Dieses Leuchten über den Gipfeln hinaus, das muss der Hintereingang der Festung sein. Ich wollte gerade fragen, habe ich das Spiel kaputt gemacht? Feanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Scheint wohl nichts Gutes zu sein. Gut, das Kind liegt irgendwo tot in der Ecke. Ich befürchte das Schlimmste schon wieder.